Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Wer ist Astoria Cricket und warum sollte sie ihren Rahmen stehlen? Aber wer ist Astoria Cricket und was will sie mit ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Gut, das Mithören bei einem Rahmen, der sich selber ja nicht bewegen kann, ist schon ein bisschen schwierig. Gut, und vierte Klasse, ne? Ganz, ganz schwierig. Was tun Sie für den Schulleiter? Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Seronas schönem Gasthaus eine Menge mit. Und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Er zählt auf mich, was das angeht. Wie damals, als ich Vertrauensschüler war. Oh. Es ist also eine kleine Petze. Sehen Sie irgendwas von Ihrem anderen Sehen Sie irgendwas von Ihrem anderen Rahmen aus? Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich! Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh, und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Die Küste? Wie weit haben Sie die denn weggebracht? Das muss ja ein ganz schönes Stück gewesen sein. Vor allem, wo war sie? Oh. Ich könnte mir die Sache ansehen. Oh, würden Sie das tun? Wunderbar. Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen. Okay, ich würde sagen, dann... Hilfe! Ich wurde... Ja gut, ne, als Rahmen entführt zu werden, ja... Dann fliegen wir doch einfach mal zu diesem wunderschönen Ort und holen wir uns diesen Rahmen wieder. Sollte ja jetzt keine Meisterleistung sein. Ach so, wait, nee, das ist, wir müssen da drüben raus, da kommen wir nicht raus, leider. Wir müssen entweder da oben irgendwo raus oder hier. Okay, sind das nicht, das sieht, also das hier sieht ziemlich gruselig aus. Ja, das sieht gruselig aus. Nein, tschüss. Okay, nein. Das haben wir schon offen. Okay, ich dachte, das können wir noch aufmachen, aber das haben wir anscheinend schon offen. So, dann machen wir jetzt die Aufgabe, dann machen wir die andere Aufgabe von, wie hieß der nochmal? Simons, also Ominous. Oh, warte mal, da habe ich jetzt echt keine Lust, ich schnell nicht, das zu fliegen. Da bin ich ein bisschen Paul. An die Küste. Warte mal, ich sehe die Aufgabe aber nicht. Das ist doch schon wieder... Ich sollte nach oben gehen. Das klingt nach einem... Wo ist denn hier bitte eine Küste? Sprich mit Ominous. Piers Pemberton. Und die Aufgabe wollen wir ganz gerne. Jetzt gehen wir wieder auf Karte zurück. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Wir fliegen so hin. Wir fliegen so und ich sehe es leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Region südlich von Hogwarts. Genau, wir... Aber es scheint ein Hogsmeade zu sein, ne? Ah, ein Hogsmeade. Ja gut, okay, so sehe ich es generell nicht auf der Karte. Gut. Wir müssen gleich runter. In Hogsmeade können wir ja leider nicht reinfliegen, was ich ziemlich schade finde. So, dann gehen wir mal mit dieser Astoria sprechen. Was macht sie eigentlich in Hogsmeade? Sie darf doch die theoretisch doch gar nicht die Schule verlassen. Warte mal, wo ist sie denn? Da ist sie. Sie darf doch theoretisch gar nicht die Schule verlassen. Was macht sie in Hogsmeade? Wohnt sie vielleicht in Hogsmeade? Kann das möglich sein? Ja, gut. Wir gehen einfach mal zu ihr und sprechen mit ihr.
Mal gucken, was sie darauf antworten wird. Also für eine Viertklässlerin. Entschuldigung, aber würden Sie wohl einer alten Frau helfen? Okay, die ist schon älter, das ist keine Viertklässlerin. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Das, ja, gut, wir sind, ich bin in einer Magierwelt, da, ich will ich das gar nicht hinterfragen. Wie sind Sie zu Freundinnen geworden? Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal sehen, was ich tun kann. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Herde? Okay, nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell. Und Obacht, sie ist ein dickköpfiges Mädchen. Man muss sie überzeugen. Eigentlich wollte ich... Muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Ja. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Eigentlich wollte ich die andere Aufgabe machen mit dem Rahmen. Aber jetzt bin ich hier und so. Und ja, ich werde nie zum Ende kommen. Ich mache noch die 200 Folgen Hogwarts Legacy. Oder Hogwarts voll. Gigi, nein, du wolltest mit mir New World spielen. Ja, ich werde noch die Aufgabe erledigen. Und nach 12 Minuten, dann habe ich wenigstens noch die eine Folge fertig. Und dann können wir das ganz gerne tun. Hi. Ich hoffe, du hattest jetzt einen angenehmen Abend. Dennis, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch gelesen hast auf Discord. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, ich habe fast die 100. Nein, nicht wirklich. Ich bin super mad. Warum? Also, ich frage, weil ich neugierig bin und warum? Ich schreibe, jo. Also, du musst es mir auch nicht schreiben, wenn du es nicht möchtest, Hazel, ne? Hazel muss hier irgendwo sein. Hallo. Hey, Hazel. Hazel. Dipendo. Na los, Hazel. Stopp, warte mal. Aber ich lese es mir gleich, ne? Ich will jetzt gerade nicht deswegen unterbrechen. Nimm es mir jetzt gerade nicht übel. Warte mal. Dipendo. Komm wieder her! Fuck, hey, so komm wieder her! Oh, wie viele! Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Mach ich mal hier hoch. Ach, jetzt sehen wir uns.
Flipendo! Mann, Hazel, bleib hier! Ich will dir doch bloß helfen, Mann, du scheiß Einhorn! Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert sich. Jetzt komme ich da nicht ran. Alles gut, ich schaue so lange noch zu. Jo, hast du eigentlich Hogwarts mittlerweile durch oder hast du irgendwo mittendrin aufgehört? Hazel, kommst du bitte wieder her? Ach Gott, dieses... Alter, wo ist es hin? Da hinten. Hey, da sind Zentauren. Ja, Zentauren, ihr seht das jetzt mit dir nicht, ne? Oh, komm. Das lässt doch schön sein. Dieses scheiß Einhorn, ne? Es ist unglaublich. Nee, ich hab du... Warte mal. Ich hab's doch fast gehabt. Ja, Zentauren, lass mich in Ruhe. Komm wieder her, es kann doch nicht sein. Jetzt rennt's wieder weg. Oh mein Gott, ja, es ist unglaublich. Wo ist es denn schon wieder hin da vorne? Flipendo. Nein, das ist das Falsche. Die Spinne will ich nicht. Spinne bleibt weg. Unglaublich. Ich guck gleich auf den Chat. Wo? Jetzt hat er mich anvisiert. Ich bekomme das. Ich bekomme das Kratzen. Unglaublich. Hazel. Jetzt geht wieder von vorne los. Warte mal, ich gehe mal da lang. Warte mal, jetzt bin ich nicht alles weg. Jetzt geht alles weg. Flipendo. Dieses scheiß Pony. Einhorn. Stell dich doch nicht so an. Ach, jetzt verdrück ich mich. Versuch mal nach einem Flipendo zwischendrin, bevor es wieder... Ja, okay, das geht sicherlich auch. Flipendo. Bleib jetzt mal bitte da. Warte mal, ich hab noch eine andere Idee. Wo ist denn... Wo ist denn das? Da. Vielleicht geht's ja. Levioso. Jetzt hab ich's wirklich verdrückt. Kann ich irgendwie abbrechen? Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Oh. Ich spiele viel zu viele Spiele. Ich wollte es nur angemerkt haben. Es ist unglaublich, wie oft ich mich mittlerweile in Tasten verdrücke. Ich wollte eigentlich ins Inventar. Wo ist das Inventar? Ich sehe es schon wieder nicht. Da. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Da wollte ich hin. Jo. Komm wieder her. Unglaublich. Flipendo, Levioso. Ey, jetzt hau nicht ab. Ja. Wieso hab ich die Kamera aus? Ja. Hazel muss jetzt zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Backlook sagen, dass sie in Sicherheit. Ich hab's durch. Also nicht auf 100%, aber viele Nebenquests, die Minecraft natürlich. Die Minecraft habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht durch. Ich bin bei 150 Folgen und die Minecraft habe ich immer noch nicht durch. Aber mich stört's auch nicht. Ich hab alles andere eigentlich mitgenommen. So alle fast alle Nebenquests. Ich hab Dominik Geister, ich hab die ganzen Handbuchseiten fast. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich auf 100% spiele oder ob ich das selber so lasse. So, ich werde jetzt noch die auf... Naja, gut. Warst du schon? Weiß ich gar nicht. Ich will dich doch nicht spoilern, weil ich nicht weiß, ob du die Nebenquest schon gemacht hast. Okay, anders gefragt. Nee, Karte, bitte. Vielleicht erinnerst du dich ja noch dran, wer weiß. War das hier hinten? Hier nicht, da nicht. Da auch nicht. Warst du hier hinten schon in dem Gebiet? Mit deiner Aufgabe, wo du was du als erstes siehst, sobald du hier reinkommst, also diesen Drachen?
Jetzt habe ich gesagt, ich bin ein Idiot. Ich finde, es ist unglaublich. Gut, egal, wir wollen ihr das Pony wiedergeben. Bestimmt, aber weiß ich nicht mehr. Ah, okay. So. Haben Sie mein Piekse-Pony gefunden? Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Ja, eigentlich schon. Uns geht es gut und ja, habe ich. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Piekse-Pony vermissen. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Machen wir. Kümmern Sie sich gut um Hazel, gut. Ja? So, ich. Auftrag abgeschlossen. Das einzigartige Einhorn. Sehr schön. Damit will ich auch, ehrlich gesagt, die heutige Aufnahme, wie gesagt, den heutigen Stream, die heutige Aufnahme mit Hogwarts beenden. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Falls du meinst, dir gefällt mein Content, lass ein Abo da, lass einen Kommentar da, lass ein Like da. Hilft mir und dem Algorithmus sehr und ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Mittag. Einen wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Und falls du mal Lust hast, im Stream dabei zu sein, zwischen 18 und 19 Uhr, montags, mittwochs, freitags und Samstag bin ich live auf Twitch. Alles unten in der Kanalbeschreibung. Würde mich freuen, dich mal im Chat zu sehen. Gut, habt noch einen wunderschönen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tüdelü, ciao, ciao. Ich mag das. Warte, geht das? Ja. Warte mal. Was mache ich jetzt noch? Sekunde. Tada, es geht. So, A5 bei Battlefield war es geiler, da ging es besser. 5 war es geiler, da ging es wirklich angenehmer, war es besser. Alles klar. Tschüss. Tüdelü.